sind heute Morgen in der Bäckerei Siebert, der ältesten Bäckerei in Berlin, um uns davon zu überzeugen, dass unser Gesetz zur Abschaffung der Bonpflicht richtig und wichtig ist fürs Bäckerhandwerk und für alle anderen Geschäfte. Denn damit wird nicht nur die Umwelt geschützt, sondern vor allem unnötige Bürokratie abgebaut. Also von mir aus muss die Bonpflicht überhaupt nicht sein und auch aus Sicht meiner Kollegen, die im Stammtisch werden wir darüber reden immer. Die sagen, die brauchen es nicht und viele sagen, sie werden sich dann ja auch nicht halten, also weil es Unsinn ist. Manipulieren kann man die Kasse nicht, jeder Tastendruck ist schon drin, also sowieso gespeichert, wird von uns auch nach Vorschrift des Finanzamtes nochmal gesichert auf einen extra Datenspeicher, dort wir also jeden Tag zum Feierabend nochmal eine Viertelstunde zusätzliche Arbeit ist. Und jetzt noch die Bonpflicht, wo wir wieder Bons rollen, massenweise bestellen müssen, zusätzlich. Und den Leuten die Bons mitnehmen, die sie gar nicht wollen. Wir drucken natürlich aus. Jeder, der einen Bon haben möchte, kriegt einen. Steht auch dran, kann man kriegen, ohne Probleme. Aber es geht darum, dass nicht jeder, der einen Bon ihn nicht haben möchte, ihn sozusagen mitnehmen muss. Und Bürokratieabbau hätte man damit. Wir hätten was für die Umwelt, wenn keine Bonpflicht natürlich kommen würde. So, der unnütze Bon. Dankeschön.